Hi und herzlich willkommen zu einem Video über meine Lieblingswurzel, die Flusswurzel. Ich stehe auf diese Wurzeln, weil sie einfach, ja, alle irgendwie anders aussehen und das kann ich euch jetzt auch mal ganz einfach zeigen. Von diesem dünnen und fast schon filigran anmutenden Stück Holz zu diesem doch sehr brachial anmutenden Baumstamm, alles Flusswurzel. Damit lässt sich wirklich wahnsinnig viel gestalten und unter Wasser sieht die Farbe von dieser Wurzel auch immer unterschiedlich aus. Sie wird aber mit der Zeit auf jeden Fall immer dunkler. Auch Flusswurzel, wie bei anderen Wurzeln auch, gibt natürlich Humin und Gerbstoffe ab, also färbt das Wasser gerade am Anfang, wenn man das ins Aquarium einbringt, sehr, sehr stark das Wasser. Und wenn ihr das verhindern wollt, könnt ihr die Wurzel natürlich einfach vorwässern. Einige dieser Wurzelstücke sind tatsächlich so schwer, dass sie direkt im Wasser untergehen. Damit ihr aber sicher seid, würde ich das einmal ausprobieren. Entweder nehmt ihr einen Eimer für kleinere Stücken oder ihr legt es mal in die Badewanne und seht, ob die Wurzel direkt runtersinkt. Besonders cool sind dann aus meiner Sicht so Teile wie dieses Stückchen hier, das einen sehr schönen Schwung hier hat. Und ja, einfach nur ein Stück Holz, das sehr, sehr natürlich daherkommt. Solche Hölzer nehme ich beispielsweise sehr gerne für beispielsweise Pond-Style Aquascapes. Da macht sich das wirklich, wirklich gut. Auch viele minimalistische Gestaltungsmöglichkeiten sind damit ja wunderbar zu realisieren. Auch die Oberflächenstruktur zum Teil ein bisschen geschwungen, aber auch sehr viele Details lassen sich erkennen. Immer wieder auch Löcher, die hier dazwischen sind. Und bei größeren Stücken hat man natürlich auch noch die Möglichkeit, die so hinzustellen oder so aufzubauen, dass Tiere beispielsweise hier unten drunter durchschwimmen können. Das ist auf jeden Fall eine wunderschöne Wurzel. Stellt euch einfach ein Aquascape vor, beispielsweise, das gar nicht so groß ist. Nehmen wir mal 45 cm und ihr wollt einfach nur einen ja, abgestorbenen Baum nachstellen. Dieses Stückchen hier sieht natürlich fantastisch aus. Ihr könnt es so reinstellen und dann einfach die Gestaltung drumherum aufbauen. Und ja, das Scape ist schon fast fertig. Also mit einigen dieser Stücken kann man wirklich mit nur einem einzigen Stück Holz ein ziemlich cooles Scape zaubern. Und auch da haben wir einzelne Stücke von fotografiert. Die findet ihr bei uns auf der Webseite. Da könnt ihr gucken, ob was Passendes für euch dabei ist. Und ja, dann kann es auch schon losgehen. Also wirklich eine meiner Lieblingswurzeln. Ich finde es absolut großartig. Damit kann man sehr viel machen. Natürlich könnt ihr auch mehrere Wurzeln zusammenstecken und dann dadurch ebenfalls coole Gestaltungen realisieren. Da ist dann die Kreativität bei euch gefragt. Okay, ich denke mal, zu dieser Wurzel ist alles gesagt. Falls ihr mehr über andere Wurzeln wissen wollt, schaut mal unten in die Videobeschreibung. Wir haben euch da einiges verlinkt, auch das Produkt. Lasst uns ein Like da, abonniert unseren Kanal und ich freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet. Bis dann, ciao.